Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Geht es euch gerade auch so wie mir? Möchtet ihr wegen des anhaltenden Kriegs in der Ukraine am liebsten den Fernseher gar nicht mehr einschalten? Viele Bilder aus Osteuropa sind schwer zu ertragen. Doch nach den furchtbaren Kriegsverbrechen von Butscha müssen wir genauer hinschauen denn je. Denn mit dem Rückzug russischer Truppen aus dem Großraum Kiews wird nicht nur das Ausmaß der Kriegszerstörung immer sichtbarer, die Bilder von wahllos getöteten Zivilisten in den Straßen von Butscha erschüttert die Welt. Dies zeigt, dass dieser Krieg wirklich jeden Funken von Menschlichkeit, Anstand und Würde getötet hat. Für diese Verbrechen muss Russlands Präsident Putin zur Verantwortung gezogen werden. Deshalb begrüße ich es sehr, dass die frühere Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag einen Haftbefehl gegen Putin gefordert hat. Zwar hat ein solches Unterfangen wenig Aussicht auf Erfolg, aber es ist ein klares Signal, dass die ganze Welt dem Regime in Moskau entschiedener entgegentritt. Außerdem bringt die Europäische Union zusätzliche Sanktionen auf den Weg, etwa gegen Menschen im Dunstkreis des Putin-Regimes und den Technologieexport. Und ja, auch ich würde angesichts der Barbarei von Butscha am liebsten sofort auf den Import von Gas aus Russland verzichten. Das allerdings hätte weitreichende Konsequenzen für die Wirtschaft und die Menschen in unserem Land. Versorgungsengpässe, Unternehmenszusammenbrüche und Massenarbeitslosigkeit wären die Folge. So hätte Putin sein Ziel erreicht, unsere westlichen Demokratien weiterhin auszuhöhlen. Während mit Indien und China bereits neue Abnehmer für seine Energielieferungen bestehen. Deshalb unterstützen wir Freien Wähler das Ziel, nichts zu überstürzen und stattdessen so rasch wie möglich unabhängig von russischem Gas zu werden. So schwer es nach den grausamen Bildern aus Butscha auch fällt. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Freie Wähler Landtagsfraktion.